Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zum Seniorensport. Natürlich kannst du auch gerne mitmachen, wenn du noch nicht Seniorin oder Senior bist. Wir werden heute uns einfach durchbewegen, ein bisschen unser Herz-Kreislauf-System stärken, natürlich auch Muskeln kräftigen, unsere Sinne etwas fordern, Augen, Ohren, Gleichgewichtssinn und uns fit machen für den Alltag. Mach immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Wenn irgendwas nicht ganz so funktioniert, nicht ärgern und einfach so mitmachen, wie es für dich funktioniert. Es gibt kein Gut und Schlecht, es gibt immer nur deinen Weg. Und wir beginnen natürlich sofort ein bisschen in Bewegung. Du stellst dich hüftschmal auf. Wichtig ist auch immer unsere Aufrichtung, dass wir unser Brustbein heben, schon mal stolz und aufrecht stehen. Dann können wir auch viel besser durchatmen. Kannst mal tief durch die Nase ein, durch den Mund wieder ausatmen und dann streck dich einmal. Atme ein, atme aus und lass nochmal locker. Feder ruhig ein bisschen mit in den Knien, atme ein und nochmal aus. Und jetzt schau mal, wenn du nach oben gehst, bleiben die Schultern ganz tief. Du gehst nur so hoch, wie es dir angenehm ist. Und aus, nochmal. Und ein letztes Mal und dann streck dich nach oben und räkel dich. Zieh dich einmal rechts, einmal links ganz lang. Beug, wenn du rechts ziehst, dein rechtes Knie. Und wenn du links ziehst, dein linkes Knie. Richtig lang machen. Fingerspitzen möchten in Richtung Himmel oder Decke ziehen. Streck dich ruhig öfters mal im Alltag. Das hilft den Muskeln, den Bandscheiben, den Faszien. Und dann löst du nochmal und lockerst deine Hände so richtig schön aus. Nach unten, lass deine Arme jetzt einmal um deinen Körper pendeln. Rechte Hand zur linken Gesäßhälfte, wenn es geht. Und dann wechselst du. Linke und wechseln. Genau, einfach mal hin und her. So weit wie du kannst, dich nach hinten drehen. Becken stabil. Und immer in deinem Tempo arbeiten. Ich gebe irgendein Tempo vor, aber du bestimmst dein Tempo selber. Komm dann wieder zur Mitte zurück. Nimm beide Arme nach außen, Finger zur Decke, Handflächen zu mir. Richte dich wirklich auf und mit dem Ausatmen schließ mal deine Ellbogen und machst den oberen Rücken rund. Einatmen, Richtung Decke schauen, ausatmen, rund. Einatmen und aus. Mobilisation, Brustwirbelsäule. Versuch da ganz bewusst dich zu bewegen in deiner Brustwirbelsäule. Einatmen, am besten aufmachen, ausatmen und rund werden. Bleib geöffnet, löst deine Arme und jetzt ziehst du dich so weit wie es geht Richtung rechtes Knie und so weit wie es geht Richtung linkes Knie. Deinen Oberkörper hin und her bewegen, so weit wie es geht nach unten ziehen. Vielleicht geht es jedes Mal so ein Stück weiter. Jetzt so wackelig ist, stell dich erstmal breiter auf, natürlich auch okay. Komm dann ganz langsam wieder zur Mitte zurück, löst die Schultern, lass die Schultern kreisen und während die Schultern kreisen, gehst du jetzt schon mal drauf los am Platz. Und jetzt versuche, dein Tempo natürlich wieder zu wählen. Und deine Füße ganz bewusst abrollen, Fußgelenke bewegen, Schultern zurück. Nimm deine Ellbogen mal, mach es ein bisschen größer, ist leichter, oder? Und immer noch weiter gehen. Schultergelenke, Schultergürtel aufwärmen, Fußgelenke, Knie, Hüfte. Natürlich auch gleich ein bisschen das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen.
Lass deine Arme wieder ganz locker fallen nach unten. Schüttel sie ruhig mal aus. Und jetzt nimmst du deine Arme. Stell dir vor, du gehst draußen zum Walken. Und nimm die Arme so mit, als würdest du gehen draußen. Jawohl. Immer noch die Füße schön abrollen. Das aktiviert auch gleich die Waden, unsere Venenpumpen. Jetzt nimmst du einmal den rechten Fuß weiter nach vorne und den linken nach hinten. Genau. Gewicht verlagern, vor, zurück, vor, zurück. Und dann das andere Bein nach vorne, vor, zurück. Lass ruhig deine Beine, ich zeige es dir nur seitlich, gell? Deine Beine so hüftbreit geöffnet. Das ist eine Seite, die man leichter oder wo einem lieber ist, oder? Jetzt nimm nochmal beide Füße parallel, geh weiter und dreh deine Knie nach außen, sodass die Hüftgelenke mitbewegt werden. Knie nach außen drehen. Und dann gleich nochmal weiter aufmachen, deine Füße. Die Hüfte so weit wie es geht. Nur immer noch weiter gehen kannst. Nochmal schließen, nach vorne. Und nochmal öffnen. Schließen. Und öffnen. Und schließen und öffnen und schließen und öffnen, schließen. Gleich nochmal. Und das Ganze jetzt auf einmal und auf und innen und außen. Innen einfach weitergehen. Noch zweimal und dann bleibst du wieder innen, bleib hier, gehen. Und jetzt versuchen wir mal einen Schritt zur rechten Seite zu machen. Also einmal rechts, tap und links, tap und rechts, tap und links, tap. Genau. Versuch ruhig einen großen Schritt zu machen und auch hier wieder in deinem Tempo. Außen. Seitbewegungen sind wichtig, wenn wir älter werden, macht man nicht so oft. Und dann darfst du, wenn du seitlich bist, schau mal, der Tap wird ein Ferse hoch. Mach ruhig einen großen Schritt, hinten die Ferse hoch. Zack. Ferse, Ferse. Mach mal weiter, bleib immer noch aufgerichtet und schau mal zu. Ich mache einmal, zweimal, mach weiter. Nochmal und einmal, zweimal und beim dritten halten, mach mit. Einmal hin, her und halten und hin, her und halten. Großen Schritt hin, her. Halten. Du kannst auch hinten die Fußspitze einfach auftippen. Geht auch, wenn sie zu wackelig ist. Ansonsten und halten. Hin, her und halten. Ja, gut. Halten, ausbalancieren. Noch zweimal. Letztes Mal hin, her
und halten. Bleib da. Bleib jetzt wirklich hier. Dein rechtes Bein ist aufgetippt. Hast du? Und jetzt ziehst du dein rechtes Knie nach oben, nimmst es wieder runter. Nach oben und außen links. Hoch, außen und wieder runter. Und rechts. Immer im Wechsel. Hüftgelenke aufdrehen. Und vielleicht ist die Bewegung ja viel kleiner, wie bei mir jetzt. Macht nichts. Nach außen. Genau. Hoch, nach außen. Immer noch stolz und aufrecht. Die Hüftgelenke sind ganz wichtig, dass sie beweglich sind. Wenn die zu fest sind, entstehen ganz gern Schmerzen im Knie oder Probleme im unteren Rücken. Also da sind wir gern fest. Und natürlich durch unsere Alltagshaltung oder durch viele Sitzen. Jede Seite noch einmal. Bleib dann geschlossen mit den Füßen. Und jetzt, wenn du dich traust, ganz enge Füße, sodass die Großzehenballen und die Fersen aneinander sind. Alles gut, wenn du die Füße ein bisschen öffnen möchtest, dann ist es nicht ganz so wackelig. Aber wenn es etwas wackelig wird, trainieren wir unsere wichtigen Stabilisatoren im Rumpf. Das sind die wichtigen Muskeln, die uns stabilisieren. Auch der Beckenboden, der ist auch wichtig natürlich für die Organe, die hält er innen oben. Wichtig auch der tiefe Bauchmuskel, der die Organe schützt und uns stabilisiert wie ein Korsett. Natürlich auch die am Rücken. Also gerne jetzt ganz eng stehen. Wackelt vielleicht schon ein bisschen, oder? Jetzt versuchst du zusätzlich dein Gesäß so ein bisschen nach hinten abzusetzen. Also nach hinten runter. Stell dir vor, da ist ein Stuhl und du möchtest dich auf den Stuhl draufsetzen. Und dann richtest du dich nochmal auf. Dein Gesäß ist dein Aufzug, der schiebt dich hoch. Nochmal tief und nochmal wieder hoch und aufrichten. Nochmal tief und wieder aufrichten. Klappt? Und du darfst auch deine Hände gerne von deinen Oberschenkeln lösen und dich wieder aufrichten. Wenn es ist, dann einfach deine Füße weiter aufmachen. Oberschenkelkraft ist ganz wichtig, wenn wir älter werden sowieso. Wenn wir aufstehen, vom Bett oder aus dem Auto oder vom Boden aufstehen, dann brauchen wir die Kraft in den Beinen. Nochmal tief noch zweimal und dann halte unten, versuch dich zu halten, Schultern entspannen und richte dich wieder auf nach oben, locker kurz die Beine. Jetzt noch eine schwierigere Variante mit den Füßen. Stell deinen rechten Fuß nach vorne und deinen linken genau hinter deinen rechten. Es sieht auch keiner, wenn du in so eine Schrittstellung gehst, okay? Also wenn du versuchst, auf einer Linie zu stehen, ist es natürlich auch erstmal wackeliger. Versuch dich in die Mitte auszupendeln, sodass du vorne und hinten mit deinen Füßen gut belastet bist, auf dem Boden stehst, aufrecht. Also ich wackle, Spannung im Bauch und dann lässt du einmal die Schultern nach hinten kreisen, rechts und links im Wechsel. Diese Bewegung bringt dich natürlich schon etwas aus der Mitte. Macht nichts. Genau, ganz kleine Kreise. Und jetzt auch wieder größer werden, die Ellbogen. Jetzt arbeitet deine Mitte, dein Bauch, deine Rückenmuskulatur. Nochmal aufrichten, groß werden, Schultergürtel mobilisieren, atmen. Sehr gut. Mach mal weiter. Halte dann
Versuche jetzt dein Körpergewicht auf dein vorderes Bein zu verlagern, kniegebeugt. Und dein hinteres tippst du einfach mal nach hinten auf. Becken parallel zum Boden, Schultern sind nach hinten unten gezogen. Deine Arme erstmal Richtung Boden hängend. Und jetzt versuchst du, deine Arme einmal zur Seite zu bewegen. So, dass du merkst, dass du deine Schulterblattspitzen nach unten ziehst und deine Schulterblätter versuchen, sich zu küssen. Und dann löst du nochmal. Nochmal hoch. Und wieder tief. Ausatmen, hoch. Und tief. Wenn du das Gefühl hast, es geht ganz gut, versuch dein Bein etwas abzuheben. Es darf wackeln. Oberer Rücken. Geht noch, oder? 8 schaffen wir noch. 8. 7. Standbein. Ist wahrscheinlich auch schon heiß. 5. 4. 3. 2. Halte oben jetzt. Und löse nochmal auf. Stell dich hüftschmal auf und kurz mal vergleichen, wie du jetzt auf dem Boden stehst. Rechts und links. Vielleicht merkst du auch, dein oberer Rücken ist ganz schön heiß geworden jetzt. Und jetzt nimmst du deinen linken Fuß nach vorne. Erst wieder auf eine Linie dich stellen. Aufrichten. Spannung im Bauch. Und die Schultern kreisen. Und das merkst du auch gleich wieder. Es gibt eine Seite, auf der man lieber steht, ein Bein, das lieber vorne ist. Kannst auch die Füße wieder so ein bisschen aufmachen. Ellbogen etwas größer werden. Ganz locker. Dein Schultergürtel darf mitgehen. Und ganz langsam wieder zur Mitte kommen. Lösen. Dein Körpergewicht nach vorne. Ich komme wieder seitlich zu dir. Und jetzt hebst du deine Fußspitze nach hinten. Spannung im Bauch. Nimmst deine Arme wieder tief. Ziehst die Schultern nach hinten unten. Und versuchst noch einmal deine Arme zur Seite zu heben. Vorderes Knie ist gebeugt. Und wieder tief. Nochmal hoch. Und wieder tief. Oberkörper ist nach vorne geneigt. Und wenn du möchtest, dann versuchst du jetzt deine Fußspitze wirklich abzuheben, die Balance zu finden. Geh noch 8. 8. Lass dir Zeit. Wenn es nicht mehr geht, Pause. 7. 6. Ganz leicht gebeugte Ellbogen. 5. 4. 3. 5. Halte nochmal oben. Schulterblätter küssen sich. Und löse auf und entspanne. Lass wirklich locker. Stell dich nochmal auf, sodass du auf beiden Füßen gleichmäßig stehst. Und lass deine Arme jetzt mal ganz leicht unten pendeln. Bleib so, komm wieder seitlich. Knie sind durchlässig, also ein bisschen gebeugt. Und dein Oberkörper pendelt. Und jetzt dürfen natürlich auch die Knie so ein kleines bisschen mitbeugen, strecken. Ganz locker. Stell dir vor, du hast zwei kleine Gewichte in den Händen und die lassen deine Arme hier vor und zurück pendeln. Atmen. Langsam wieder auspendeln. Einmal durchschütteln. Arme, den ganzen Körper so ein bisschen. Schütteln und rütteln. Jetzt darfst du auch
breiter stehen, sodass du gut stabil stehst. Genug gewackelt. Und dann nimmst du ein Bein, ganz egal welches, jetzt nach hinten. Vorne ist gebeugt, Fußspitzen zeigen in eine Richtung. Und du schiebst deine Hüfte hier nach vorne, spürst die Dehnung in der Wade jetzt. Arme gehen zur Seite und du ziehst dein Brustbein nach vorne. Vielleicht möchtest du dich auch etwas nach oben aufrichten. Bauch bleibt gespannt, ein Bein wirklich durchstrecken, dich aufmachen, immer so, wie du dich wohlfühlst. Dann komm wieder nach vorne, löse, stütze dich auf deine Oberschenkel, ruhig die Fingerspitzen nach innen, mach den Rücken ganz rund und mach ihn noch einmal ganz gerade. Noch einmal ganz rund. Ganz gerade. Und wenn du gerade bist, dann richtest du dich auf und nimmst dein anderes Bein nach hinten. Wieder breit stehen. Vorne beugen. Arme seit. Schultern tief. Und dann so tief, wie es für dich okay ist. Und so weit dein Brustbein öffnen. Vorne die Dehnung ist wichtig. Die Brustmuskulatur ist gerne zu kurz durch unsere Alltagshaltung. Also hier richtig schön aufmachen. Dann kommst du vorsichtig wieder zurück. Beide Beine hüftschmal und jetzt beweg den Rücken in alle Richtungen, einfach richtig durchbewegen. Alle möglichen Richtungen, hoch, tief, rechts, links, kreisen. So wie du dich wohlfühlst. Auch hier wieder ausprobieren. Und versuch deinen Rücken gerade zu halten. Und jetzt mit deinen Händen am Oberschenkel entlang dich aufrichten zum Stehen und lösen. Schultern lockern. Hüftschmal stehen. Fallen lassen die Schultern. Die Hände einfach verkreuzen, die Finger. Und dann beweg deine Handgelenke. Versuch ganz weich die Handgelenke zu bewegen. Die Beweglichkeit ist nämlich auch wichtig. Handgelenke vergisst man gerne. Dann löse auf, schüttel ruhig mal die Hände. Du kannst sie auch so ein bisschen reiben. Man kann auch einzeln die Finger massieren. Also schau mal, was dir jetzt besonders gut tut. Guck mal, die Hände ein bisschen kneten oder eben einzeln die Finger. Kann man auch im Alltag ab und zu mal machen. Tut den Gelenken gut. Dann stellst du dich nochmal so auf, wie du dich jetzt aufrecht fühlst und spürst einen Moment in dich hinein. Wie fühlt sich dein Stand an? Stehst du gut auf deinen beiden Füßen? Sind die Knie durchlässig? Spürst du jetzt, dass du aufrechter stehst wie vorher vielleicht? Dass du leichter atmen kannst, nochmal tief ein- und ausatmen. Dann atme ein und mach dich noch einmal ganz lang. Und vielleicht hast du Lust, dich zu strecken, zu räkeln, zu gähnen. Dann öffne deine Arme, deine Ellbogen ziehen nochmal zurück, stolz und aufrecht. Einatmen zurück und aus. Entspanne dich. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen bis zum Schluss. Perfekt. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Du fühlst dich jetzt wohl. Gern kommentieren. Ich lese alles, wenn ich mal nicht schaffe zu antworten, nicht böse sein, aber ich lese jeden Kommentar.
Wenn es dir gefallen hat, natürlich gefällt mir drücken sehr gerne. Du kannst auch mal auf meinen Kanal schauen, meinen YouTube-Kanal. Da findest du alle Videos geordnet. Da gibt es eine Playlist sogar für Senioren, eine Fit im Sitzen, Hocker-Gymnastik. Da gibt es Playlist Cardio-Training, Bauchbeine-Po, also alles Mögliche. Geh mal drauf, dann findest du dich vielleicht noch besser zurecht. Falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank. Den Link dazu, den gibt es unterm Video oder auch auf meiner Homepage gabi-fastner.de. Gleich auf der ersten Seite so ein roter Button, deine Unterstützung. Könntest du mich mit 2,50 Euro im Monat zum Beispiel unterstützen. Kann man auch jederzeit verändern, also man ist da nicht auf lange Zeit gebunden oder so. Ich freue mich natürlich aber auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!